Nach meiner Diagnose Morbus Bechterew musste ich meine Träume aufgeben. Wie geht es mir jetzt? Konnte ich meine Symptome ausschalten? Und gab es ein Happy End? Mit der Diagnose Morbus Bechterew ging es mir schlecht. Mein Körper war ein Wrack. Ich konnte mich kaum bewegen, alles hat mir wehgetan. Ich konnte kaum noch schlafen. Aber auch emotional ging es mir schlecht. Mein Rheumatologe hat mir gesagt, meine Krankheit ist unheilbar. Meine Krankheit Morbus Bechterew wird immer schlimmer werden. Und da habe ich befürchtet, dass ich viele Sachen, die ich mir gewünscht und geplant habe, dass ich die nicht mehr umsetzen kann. Und da bin ich natürlich sehr froh, dass ich eine Methode gefunden habe, meine Symptome wegzubekommen, dass ich mein altes Leben wieder zurückbekommen habe, dass ich wieder symptomfrei bin, dass ich ohne Schmerzen bin, dass ich wieder fit bin und all das, was ich mir wünsche, umsetzen kann. Ich habe mein Studium abgeschlossen, ich war erfolgreich im Beruf und ich habe ein Haus für unsere Familie gekauft und wir konnten unsere Familie gründen und haben nach meiner Diagnose 2 Kinder bekommen. Wie sieht dein Happy End aus? Was wirst du machen, nachdem es dir wieder gut geht? Ich freue mich auf deinen Kommentar.